Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit OWL. Wir beginnen heute mit einer unglaublichen Geschichte. Unglaublich dämlich und gefährlich. Ist aber wirklich passiert. Ein Mann ist gestern von Bielefeld aus 25 Kilometer ICE gefahren, außen dran geklammert. Und die Erklärung für sein lebensgefährliches Verhalten ist erst recht unfassbar. Hier ist die ganze Geschichte. Die Ermittlungsergebnisse füllen etliche Aktenordner. Jahrelang soll eine vierköpfige Bande in ganz Deutschland Banken im großen Stil betrogen haben. Der Schaden liegt bei mindestens 2 Millionen Euro. Heute hat der Prozess am Landgericht Bielefeld begonnen. Die Angeklagten sollen sich unter anderem mit falschen Unterlagen immer wieder Immobilienkredite erschwindelt haben. Aufgeflogen ist die Bande schließlich bei einem Deal in Bielefeld und weil ein Staatsanwalt einfach nicht locker ließ. Ein besonderes Naturprojekt aus Bielefeld ist seit heute von der UN preisgekrönt. Bei der Aktion Raus aus der Schule, rein in den Acker treffen sich Förderschüler einmal in der Woche, um im eigenen Garten zu arbeiten. Und wenn Sie mal reinlesen möchten, den Blog von Theresa Hahl finden Sie unter stadt-land-text.de. Und jetzt geht's weiter mit den Tipps und Terminen. Ich war in der Schule immer gut in Chemie, aber Physik war leider irgendwie nie so meins. Bei uns wurden die Experimente aber auch nicht so unterhaltsam präsentiert wie in Paderborn. Die Eventphysik der Uni ist sehr bekannt für ihre spektakulären Showvorlesungen. 10 Jahre gibt's sie jetzt schon und das wird ab heute mit besonderen Jubiläumsshows gefeiert. Die erste ist gerade zu Ende gegangen und unsere Reporterin Sonja Engelke war mit dabei. Dankeschön, Sonja. Ja, es muss nicht immer alles zischen und knallen. Ein schönes Foto reicht auch, dann sind wir hier im Studio schon ganz glücklich. Dieses hier kommt von Jonas Windmann, 13 Jahre ist er alt. Er hat das Stillleben aus Zuckermais und Sonnenuntergang in Hiddenhausen fotografiert. Vielen Dank dafür. Ja, die Sonne kriegen wir in den nächsten Tagen leider kaum noch zu sehen. Hier sind die Wetteraussichten. So, das war nochmal eine falsche Karte, aber macht ja nichts. Sie haben das Wichtigste gesehen. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen heute. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da ab 19:30 Uhr zur neuen Ausgabe von Ihrer Lokalzeit OWL. Schönen Abend noch. Tschüss.